Vor einer Weile haben wir Dark Souls in der Rolle der Undyne aus Undertale durchgespielt. Jetzt wird es Zeit, dass ihr Abenteuer in Drang Lake fortsetzt. Falls ihr noch nicht gesehen habt, was ihr in Lordaeron erlebt habt, empfehle ich euch, das vorher nachzuholen. Die Regeln haben sich seitdem nicht wirklich geändert. Wir nutzen Speere als Primärwaffe mit etwas Magie als Unterstützung. Leider hat auch Dark Souls 2 keine Starterklasse, die mit einem Speer startet. Wir entscheiden uns also für den Ritter, wählen einen Lagerfeuerkürbis als Start-Item und machen uns auf den Weg nach Majula. Ich verspreche dir, du kriegst einen Speer, bevor wir uns dem ersten Boss stellen. Wir holen schnell etwa ein Drittel der Sachen in Majula, den Rest hatte ich nämlich glatt vergessen. Das Wichtigste ist aber natürlich der Estus-Splitter im Brunnen. Danach geht's schon in Richtung Forest of Fallen Giants, wo ich mich erstmal wieder an die neue Sprungsteuerung gewöhnen musste. Wir kämpfen uns im Cardinal Tower durch, denn unser erstes Ziel ist Melantia. Sie verkauft den Schlüssel zu Lenegrasts Haus und von ihm können wir unseren ersten Speer kaufen. Ein paar Bear-Sieg-Sieg lässt später testen wir diesen auch schon an Last Giant. Pursuer schieben wir aber noch auf. Ihr werdet später sehen, warum. Yep. Wir kehren nochmal zum Anfang zurück, um den Ogre für den Steinring zu töten. Dann erkunden wir noch etwas in Forest of Fallen Giants und bekommen unter anderem den Schlüssel für die Villa in Majula von Kale. Ich hatte ganz verdrängt, dass hier doch ein paar recht wichtige Dinge zu finden sind. Danach ist unser nächstes Ziel Hyde's Tower of Flame, wo ich leider feststelle, dass uns die Steinritter ziemlich hartnäckig und sogar über die schmalen Wege auf die winzigen Plattformen verfolgen. Uns bleibt also nur die Flucht nach vorn in den Dragon Rider Bosskampf. Der Dragon Rider fällt in vielen Runs der Schwerkraft zum Opfer, aber ihn zu schießen wäre eher nicht Undynes Ding, also bekämpfen wir ihn auf die altmodische Art und schaffen ihn im zweiten Versuch. Weiter geht es in No Man's Wharf, wo wir auf Cahillion treffen, der Undynes Macht spürt und uns zu unserem ersten Katalysator sowie unseren ersten Zaubern verhilft, Stole Arrow und Magic Weapon. Dort treffen wir auch auf Lucatiel und mit ihrer freundlichen Unterstützung testen wir unsere neuen Fähigkeiten direkt gegen Flexile Sentry, womit wir auch einen der beiden Wege zur Lost Bastille öffnen. Ich fühlte mich aber noch nicht bereit für Lost Cinna, oder genauer gesagt neigte sich der erste Stream dem Ende zu. Da wir aber jetzt auch einen Fernkampfangriff haben, fühlte ich mich viel sicherer dabei, Hyde Knights anzugreifen und konnte endlich den Ring auf Binding holen. Es wird wohl Zeit, dass ich euch sage, wieso ich Pursuer aufgeschoben habe. Wir können Pursuer bereits sehr früh begegnen, auf der Plattform in der Nähe des Cardinal Tower. Wenn wir ihn hier besiegen, zählt das ganz normal, aber er kommt nur einmal pro Playthrough hierher, also haben wir nur einen Versuch.
da wir die Lost Bastille nun von beiden Seiten betreten können, können wir auch MacDoof nun problemlos erreichen. Die Ruined Sentinels waren unser nächster Stolperstein, gegen den ich mehr Anläufe brauchte, als ich zugeben möchte, da ich mich zunächst schwer damit tat, mich an mehrere Gegner anzupassen. Auch das Phantom in der Gegend erwies sich als absolut unfähig, aber am Ende gelang mir der Sieg sogar, nachdem ich zunächst einen Fehler gemacht und die Arena gefallen bin, bevor ich den ersten Sentinel töten konnte. Dabei fand ich aber auch heraus, wie effektiv der Speerangriff nach einer Vorwärtsrolle ist, was etwas darüber hinwegdröselt, dass sich die Angriffsrichtung nach einer Rolle nicht so steuert wie in Dark Souls 1. Danach hatten wir auch den restlichen Stream über keine weiteren Probleme mit Bossen und schafften alle bis einschließlich Duke's Dear Freya auf Anhieb. Nach den Ruined Sentinels erkunden wir die Lost Bastille noch etwas weiter, bis wir am Ende bei Lost Cinna ankommen. Dank der freundlichen Unterstützung von Lucatiel und Cellsheet Luet ist sie aber gar kein Problem. Damit wäre Lord Seele Nummer 1 gesichert. Danach entschied ich, dass es Zeit ist, dass wir unsere endgültige Waffe bekommen, den Drachentöter-Speer. Also geht es zurück in High Tower of Flame, wo wir uns den Drachentöter stellen. Ohne Relaxo ist Pikachu bei weitem nicht so gefährlich, seine Seele gehört also schnell uns. Tagray ist aber der Meinung, dass wir nicht das Zeug zu einem blauen Ritter haben. Mit der Seele in unserem Sitz kämpfen wir uns durch die Shaded Woods und Shaded Ruins und besiegen dabei auch Nachtka. Danach konnten die Ornifex befreien, damit wir später bei ihr die Drachentöterseele für den Speer eintauschen können. Dazu müssen wir aber erst nach Brightstone Cove, Zeldora, und ich hatte ganz verdrängt, dass dazwischen noch die Doors of Pharos liegen. Diese sind aber schnell erledigt und die Royal Red Authority snacken wir bei der Gelegenheit auch noch weg. Nachdem wir den schwersten Boss im Spiel besiegt haben, trivialisieren wir fast das gesamte Gebiet durch den Einsatz der allmächtigen Fackel. Falls es euch noch nicht klar war, die Spinnen haben Angst vor Feuer. Nachdem wir Ornifex hilden, stellt sich heraus, dass wir noch etwas mehr Glaube leveln müssen, um den Drachentöter-Speer auch einsetzen zu können. Und da ich ihn unbedingt bei Duke's Dear Freya einweihen will, müssen noch ein paar Seelen her. Also kehren wir zur Lost Bastille zurück und stellen uns den Belfry-Gargoyles. Ein Vorteil an Dark Souls 2 ist hier übrigens, dass wir nur die Boss-Seele und nicht unsere bisherige Waffe für den Drachentöter-Speer abgeben mussten. Unser alter Speer bleibt also eine Option und profitiert sogar von Magic Weapon. Kurz danach stellen wir uns auch schon Duke's Dear Freya. Dank der allmächtigen Fackel lassen uns die kleineren Spinnen in Ruhe, sodass wir uns komplett auf das Muttertier konzentrieren können. Lord Seele Nummer 2 gehört damit auch uns. Wir könnten jetzt entweder mit Old Iron King oder The Rotten weitermachen. Ich entscheide mich für Letzteres, da auf dem Weg zu Ersterem eine spezielle Herausforderung für Undyne vor uns liegt. Yep, und darauf möchte ich so vorbereitet sein wie möglich. Einen Abstecher durch das Grave of Saints später erreichen wir auch schon The Rotten und schnappen uns Lord Seele Nummer 3. Bei der Gelegenheit kümmern wir uns auch um die beiden Riesen in der Höhle unter uns, was uns eine Riesenseele und den Schlüssel zur Drachenklaue einbringt. Huntsman's Corps und der Kampf gegen die Skeleton Lords verlaufen ohne Zwischenfälle und wir schaffen auch den Abstecher zu Executioner's Chariot. Der eigentliche Plan war aber, dort einen Lagerfeuerkürbis zu verbrennen und Chariot nochmal auf NG Plus zu besiegen und den Chlorine Fearing Plus 2 für bessere Ausdauerregeneration zu bekommen. Allerdings wurde schon der Weg zu Chariot dadurch nervig genug, dass ich dieses Vorhaben erstmal aufschob. Nach Harvest Valley, Earthen Peak und Jabba the Hutt gelangen wir auch schnell zu Mytha und hier kommt die Herausforderung ins Spiel, die ich erwähnt habe. Eigentlich sollen wir die Windmühle abbrennen und so den Zufluss von Gift in Mythas Arena unterbrechen. Wir sparen uns das aber, was dazu führt, dass ich Mytha nicht nur regelmäßig heilen kann, sondern wir auch noch konstant mit Gifteffekten zu kämpfen haben. Unter diesen Umständen erweist sich Mytha doch glatt mal als herausfordernd. Leider können wir auch nicht mit dem Brightbug Glitch arbeiten, weil die einzige Wasserquelle hier nur funktioniert, wenn wir die Mühle abbrennen. Ja, wir haben tatsächlich einiges verpasst. Also gingen wir nochmal zurück und holten uns die Estus-Splitter aus Fink's Betwixt, The Gutter und Lost Bastille, was uns von 7 auf 10 Estus bringt. Leider gibt es nicht mehr Drachenknochen, an die wir an diesem Punkt rankämen, und auch Dina und Tillo geben uns nur einen einzigen. Mehr als Drachentöter Schwert plus 3 ist also noch nicht drin. Allerdings stellen wir auch fest, dass unser regulärer Speer auf plus 10, selbst ohne den Buff durch Great Magic Weapon, effektiver ist, da er mehr auf physischen Schaden geht. Ein paar Versuche später konnten wir Mypha dann auch überwältigen. Wobei auch hier der Plan war, sie auch auf MG Plus zu besiegen, um den silbernen Schlangenring plus 2 für mehr Seelendrops zu holen. Ob ich mir das antun soll, ohne die Mühle abzubrennen? In diesem Stream wurde es schon etwas spät für ein weiteres Gebiet, also machte ich mit The Rotten auf MG Plus weiter. Ihn und gegebenenfalls Old Iron King werde ich spätestens, wenn wir Lagerfeuerkürbisse farmen können, auch offscreen immer wieder mal zwischenschieben, um ein wenig leveln zu können. Beide haben relativ einfache Angriffsmuster, was sie zu guten Kandidaten zum Seelenfarmen macht. Übrigens so ein Fall, wenn die Hitboxen in Dark Souls einfach komplett versagen. Bevor wir mit Old Iron Keep weitermachen, investiere ich die Zeit, um die DLC-Schlüssel für die Sunken King und Old Iron King DLCs zu holen. Den für Ivory King finden wir später praktisch automatisch. Mit dem Schlüssel aktivieren wir schon mal das erste Lagerfeuer in Shulva und holen den Poison Bite Ring plus 1, der aber leider noch nicht reicht, um damit Mypha auf NG Plus zu besiegen.
Wir holen außerdem den Reparaturzauber aus Shaded Ruins, um unabhängig von Reparaturpulver zu sein. Iron Keep zieht sich etwas aufgrund der schieren Masse an Alon Knights, aber wir besiegen Smelter Demon und erreichen Old Iron King ohne große Zwischenfälle. Iron King hat auch ziemlich einfache Angriffsmuster, sodass die Arena gefährlicher ist als der eigentliche Boss. Damit haben wir Lord Seele Nummer 4 in unserem Besitz und können uns nach Jungle Lake Castle begeben. Vorher legen wir den Boss aber nochmal auf NG Plus für zusätzliche Seelen. Außerdem haben wir nun endlich genug Drachenknochen, um den Drachenhüter schwer auf Plus 4 zu bringen. Jungle Lake Castle verläuft weitgehend ohne Zwischenfälle. Die Zwillinge erweisen sich nicht als Gegner für Undyne. Nach etwas weiterer Erkundung stellen wir uns Looking Glass Knight und besiegen auch ihn auf Anhieb. Ich sagte auf Anhieb! Was uns den überhaupt nicht nervigsten Teil des Spiels eröffnet. Shrine of Amana und Seaman of Dong schaffen wir aber entgegen aller Erwartungen schnell und schmerzlos im ersten Anlauf. Auch Undead Crypt war schmerzloser, als ich sie in Erinnerung hatte, womit wir bald bei unserem Glockenboy Velstad landen. Leider müssen wir ihn besiegen, um eine Audienz bei seinem König zu erhalten. Was aber auch nicht zu schwer ist. Mit dem Ring des Königs schlagen wir uns ohne Probleme durch Aldia's Keep und Dragon Shrine. Ersteres würde uns schon die Möglichkeit geben, unbegrenzt Bosse wie The Rotten oder Old Iron King zu farmen, aber mit dem Aschenherz haben wir nun auch Zugang zur besten Farmmethode im Spiel mit Giant Lord. Theoretisch könnten wir jetzt auch schon zum Endboss marschieren, aber wir haben noch einiges vor uns. Chariot schaffen wir nun auf NG+, was uns den Crown Thieving Plus 2 verschafft. Mipha stellt sich weiterhin quer, sie ist aber auch nicht so wichtig. Wichtiger ist dafür Vendrick, den wir von seiner ewigen Existenz als Hollow erlösen und prompt seine Krone aus dem Schrein von Amana holen. Damit ist es nun Zeit für die DLCs. Aber wir wollen natürlich nicht den Darklurker vergessen, also kämpfen wir uns schnell durch die drei dazugehörigen Dungeons und stellen uns dann dem dunklen Engel. An diesem Punkt sind wir für Nicht-DLC-Bosse aber so OP, dass selbst er keine große Gefahr für uns ist. Es wird also nun Zeit, Shulva endlich richtig zu erkunden. Dabei finden wir unter anderem den Sanctum Shield, den wir vielleicht in einem anderen Run einsetzen werden. Mir war es aber auch wichtig, dieses Mal nicht die optionalen DLC-Bosse auszulassen, gegen die ich bei meinem ersten Playthrough nie gekämpft habe. Mit der freundlichen Unterstützung der beiden Phantome vor Ort schaffen wir aber das Gang Squad im zweiten Anlauf. Als 3v3 ist der Kampf tatsächlich ganz okay. Nachdem wir uns weiter durch die Stadt geschlagen haben, erreichen wir auch schon Elana. Ihre Summons sind tatsächlich gefährlicher als sie selbst, aber ihre Muster haben wir schnell raus. Sowohl Elana als auch Sim schaffen mit etwas Mühe im ersten Anlauf, womit die erste der drei DLC-Kronen nun uns gehört. Room Tower verlief weitgehend ohne Zwischenfälle. Der blaue Smelter Demon fiel direkt beim ersten Versuch, anders als Fume Knight, für den wir gerade zwei brauchten. Schwierig wurde nur Sir Alon, wobei das wieder so ein Fall ist, wo der Weg zum Boss anstrengender ist als der Boss selbst. Nachdem mir klar wurde, dass Sir Alons Reichweite relativ gering ist, erwiesen sich Rückwärtsrollen als das zuverlässigste Ausweichmanöver. DLC-Krone Nummer 2 können wir also auch abhaken. Unser letzter großer Halt vor den Endbossen führt uns nach Eleum Lois. Nachdem wir uns den königlichen Tiger vom Hals geschafft haben, müssen wir die drei übrigen weißen Lois-Ritter finden, damit sie uns beim großen Bosskampf helfen. So kann man es auch nennen. Wie erwartet dauert der DLC dadurch etwas länger als die anderen beiden. Nein, es gibt kein optionales Gebiet in diesem DLC, danke der Nachfrage. Bald fällt auch Burnt Ivory King unserem Speer zum Opfer, womit die Suche nach den Kronen ein Ende findet. Mit allen vier Kronen kehren wir nun in Erinnerung von Vendrick zurück, lassen uns segnen und machen uns bereit, um uns den letzten Bossen zu stellen. Und da ich dieses Video mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht monetarisieren kann, kann ich auch gleich aufs Ganze gehen.
Und damit haben wir auch Dark Souls 2 mit Undyne durchgespielt. Wenn ihr dieses Format mögt, empfehle ich euch, mir auf Twitch zu folgen. Wenn der nächste Run dieser Art beginnt, wird er dort anfangen. Die Worts findet ihr aber auch auf meinem Zweitkanal. Für Undyne steht immer noch Dark Souls 3 aus. Elden Ring klammere ich mal noch aus, da ich es noch nicht gespielt habe und erst auf 100% bringen wollen würde. Ich experimentiere auch schon etwas mit anderen Charakterideen, aber zuerst bringen wir Undynes Trilogie zum Abschluss. Ich hoffe, ich sehe euch dann.